Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ningen Shinigami Tutorials. Wir sind im vorletzten Video der Skillbäume-Vorstellung von mir. Das heißt, wir wechseln jetzt von dem Loud Mastermind in den Dodge Akimbo-Bild. Ich selbst muss sagen, ich mag diesen Bild. Ist halt mal ein bisschen was anderes. Also, beziehungsweise, ich muss es differenzieren. Ich habe ihn mal wirklich sehr gemocht. Inzwischen ist es für mich einfach so ein Mainstream-Bild, weshalb ich ihn nicht mehr so sehr mag, aber er ist sehr effektiv, deswegen möchte ich ihn trotzdem vorstellen. Wir haben einen Vollstrecker, wie schon im Loud Mastermind-Bild genannt, mit Transporter. Für mich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Techniker haben wir nichts. Geist haben wir die Grundtypus, das heißt Geist freigeschalten. Wir haben Sprinter mit. Kugeln ausweichen, 25% erhöht, heißt wir sind beim Rennen auf einer Dodge-Chance von 75%. Wir nehmen Fassadenkletterer mit, einfach nur um den Schutzschaden zu verringern. Schnellfinger, Beutetaschen schneller aufnehmen, wie gesagt, Brandstifter oder Hotline Miami, gibt es ja verschiedene Missionen. Ich bin um Verzeihung. Dann machen wir hier kurz rechts weiter. Saubermann, 5% mehr Schaden gegen Spezialgegner. Geht einfach darum, wer hat einen Skillpunkt übrig, deswegen ist er hier reingesetzt. Shinobi. Gehen und geduckt erhöhen. Geduckt haben wir eine Dodge-Chance von 65%, deswegen sollte man sich geduckt bewegen. Hauptgrund ist Geschwindigkeit beim Gehen um 25% erhöhen, wenn man halt schwerere Taschen trägt. Dann, was stelle ich jetzt als nächstes vor? Nehmen wir jetzt den Mastermind-Bild. Also den Mastermind-Tree. Wir schalten ihn frei. Wir nutzen ja die Grundstufe. Grundstufe einfach nur, wir müssen weiter nach oben kommen. Hat keine wirkliche Bedeutung. Sanitäter und Schmerzmittel. Ja, ich nehme beide mit. Wie gesagt, ich habe es sehr, 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 sehr selten erlebt, dass ein Berserker mit Distanzwaffen agiert. Daher habe ich das beides immer mit. Weil, wenn ihr jemanden rettet, der nicht Berserker ist, hat er halt einfach mehr Life, nimmt weniger Schaden. Für ihn praktisch zum Rausrennen. Durchhaltevermögen, Ausdauer um 100% erhöht. Ich habe hier nicht das Ass mitgenommen. Grund dessen ist, dass meistens irgendeiner das hat und dass eigentlich auch die 100% ausreichend sind. Führung, Stabilität von Pistolen erhöht sich. Ja, geht wieder hauptsächlich um den Grund, man muss weiter nach oben kommen. Bezwingung in der Grundstufe, damit wir Leute nehmen können, falls jemand in Haft ist und wir keine Zivilisten haben. Das Ass habe ich hier nicht mitgenommen, passt ja nicht von den Skillpunkten her. Aufklärer, Spezialgegner, Schaden um 15% erhöht. Jeder Spezialgegner, den ihr seht, markiert ihn, danach schießt erst. Grund, 15% mehr Schaden. Equilibrium, kann man das also auch noch rausnehmen? Also dieser Bild ist übrigens auch noch ein bisschen optimierungsbedürftig, das werde ich auch in nächster Zeit angehen. Also wundert euch jetzt an sich nicht, das ist der Bild, wie ich ihn momentan vorstelle. Und dieser Bild ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr effektiv. Also ich habe eine ganze Menge der Furcht-Missionen mit ihm gemacht. Aber er kann immer noch optimiert werden und das ist so mein Aufgabenziel. Wie gesagt, 100% Optimierung für Skilltrees ist mein eigenes Ziel. Momentan noch drinne Equilibrium und Feuerraten Pistolen, also Equilibrium durch aufs Ass, Feuerraten erhöhen. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre wirklich die praktische Nutzen Bulldozer und Skulldozer, wo ihr ihn wirklich sehr gut nutzen könnt. Ich nehme wieder die 8 Taschen mit. Ich mag sie halt einfach. Sie sind für mich sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch schon V100 vor Fugitive erreicht. Daher für mich auch wirklich, ja, das ist so für mich indirekt ein Must-Have. Wenn man Mastermind ist. Revolver hält Pistolen Schaden. Also Pistolen schneller nachladen, Pistolen mehr Schaden. Grund dessen, wir nutzen Akimbo-Pistolen. Daher Pistolen, daher gilt das. Und ja, auch das gilt für die Akimbos. Angezeigt wird das Ganze als plus 7 oder plus 8 Schaden nur. Dadurch, dass aber rechte und linke Waffe parallel schießen, kommen wir trotzdem auf diesen Wert. Anfeuern, Inspire, sollte man mitnehmen, wenn man im Mastermind ist. Und geht hier auch um eine Kombi. Dementsprechend Inspire, ganz, ganz wichtig, bitte merken. Und wir wechseln ab in den Fugitive 3. Fugitive freigeschalten. Tarnung, Nahkampfwaffen verringert, geht hier darum, dass wir den Dodge brauchen, daher die Tarnung verringern. Sind wir hier wieder bei dem Punkt, einfach nur, wir müssen weiter hochkommen, das ist wieder komplett sinnlos, also das ist die Gefälle. Run and Gun sind wir wieder im Punkt, vor allen Dingen Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, Bewegungsgeschwindigkeit beim Benutzen der Zielvorrichtung. Wie gesagt, ich bin mehr ein Freund von Skillshots, dafür ist das für mich wichtig. Duck and Cover, ausweichen, erhöhen.
Wenn wir uns halt jetzt ducken, haben wir 65% Ausweichen. Daher sollte man das mitnehmen. Brothers Keeper geht darum, dass wir weiter nach oben kommen. Und Schläger machen echt einen sehr, sehr hohen Schaden. Deswegen sollte man es mitnehmen. Ich spring das mal kurz. Cheesewütig. Ich hatte dann einfach nach einer gewissen Umstellung hatte ich die Punkte übrig. Deswegen habe ich es hier mitgenommen. Einfach nur für den Schadensbonus, da wir als Primärwaffe nur Pistolen benutzen durch die Akimbos. Tiefschlag und Sneaky Bastard. Also Sneaky Bastard und Low Blow. Wir brauchen die beide nur auf der Basis, weil wir einfach auf einem ziemlich geringen Detect-Level uns bewegen. Deswegen brauchen wir es nicht aufs Ass bringen. Sollten aber beide mit drin sein, da sie beide sehr praktisch sind. Gerade Sneaky Bastard fürs Ausweichen. Akimbo ist freigeschalten. Ich selbst muss sagen, dass Ass ist für mich wieder überflüssig, da ich einfach einzeln auf ein Ziel feuer, anstatt ein Dauerfeuer zu veranstalten. Es sei denn, es sind wirklich sehr, sehr viele Cops auf dem Haufen. Wenn das nicht der Fall ist, mache ich lieber ein Einzelfeuer, mache ein, zwei, drei Salben und damit hat sich das. Damit brauche ich die Stabilität nicht. Und die Munitionskapazität finde ich echt auch ein bisschen überflüssig. Dann kommen wir jetzt zu dem Hauptpunkt. Mastermind hatten wir hier das Inspire anfeuern. In Kombination mit Fugitive, was ich vorhin übersprungen habe, Swansong, Schwanengesang. Die beiden Kombinationen sind wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Kombination, die extrem underrated ist. Das Ass hier, du musst dich nachladen. In meinem Hauptbild habe ich eine Judge mit HE-Munition. Wenn ihr im Swansong drin seid, heißt das, ihr könnt einen kompletten Raum einfach mit Explosivmunition ausstatten. Ihr könnt den kompletten Raum clearen, ohne dass ihr einen einzigen Schuss verliert. Praktisch Nummer 1. Und ihr könnt im Swansong mit Inspire Leute hochrufen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also das beste Beispiel, was ich hatte, ich war im Swansong und habe in diesem Swansong mit erneuten Down von den Leuten, die ich hochgerufen habe, gesamt 6 Mal hochgeschrieben. In diesen 9 Sekunden. Deswegen für mich einfach ein absolut essentieller Skill. Bitte nehmt ihn mit, wenn ihr damit klarkommt. Wenn ihr nicht damit klarkommt, schaut, ob ihr es euch angewöhnen könnt. Wenn nicht, lasst es raus, setzt die Punkte woanders. Aber es ist halt echt eine sehr, sehr starke Kombination. Wir wechseln als letztes ab zu den Perk-Decks. Und hier sind wir logischerweise auf dem Rogue, einfach nur für die Ausweichungs. Damit kennt ihr jetzt auch mein Dutch Akimbo-Bild. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, bitte in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt, bitte in die Kommentare. Wir sehen uns wieder in dem letzten Skilltree-Vorstellung. In der letzten Skilltree-Vorstellung. Bis dahin, bye.